Der Pinzgau ist unter anderem mit der B311 eine sehr stark befahrene Region. Sowohl Einheimische als auch viele Gäste sind auf den Straßen unterwegs. Dabei wird auch der Anteil der Elektroautos immer höher. Das Greentech-Unternehmen Salzburg AG hat deshalb in Saalfelden einen neuen Hypercharger, also eine neue Schnellladestation, errichtet. Dieser steht beim Gelände des ABÖ, direkt neben der Pinzgaustraße. Schnellladestationen werden gerade in die Urlaubsregionen, dort wo viel Transit ist, so wie auf der B311, ist es einfach immer wichtiger, dass man halt schnell laden kann und auch schnell wieder weiterkommt. Gleichstromladen, das ist da die Schlüsseltechnologie dazu. Ja. Für die Fahrzeugtechniker und Pannenhelfer ist die Elektromobilität eine spannende Herausforderung. Sie werden deshalb bereits seit Jahren auf die neue Technologie geschult. Für uns ist einmal in erster Linie wichtig die Ladetechnik im Fahrzeug, logischerweise. Gell? Und als Pannendienst speziell die Ladung. Was ist, wenn der Stecker nicht verriegelt? Die Lade sind gar nicht zum Laden beginnt. Was ist, wenn ich nach dem Ladeende den Stecker nicht mehr rausbringe vom Fahrzeug? Welche Möglichkeiten der Ladeentriegelung gibt es? Das wird für uns einmal im Pannendienst ganz wichtig sein. Die Techniker, die heute heranwachsen, wenn ich das so sagen darf, die jetzt in der Berufsschule sind, die lernen das schon, für die ist das dann normal. Und es ist eine Antriebstechnologie wie jede andere in Zukunft, werden wir sehen. Das Laden selbst ist beim neuen Hypercharger in Saalfelden auf jeden Fall ein Kinderspiel. Deckel auf, mit der Salzburg AG App einer Kredit- oder Kundenkarte anmelden, Hypercharger anstecken und schon geht's los.